Ja, doch, das sind die Krypto-Neuigkeiten vom 16. bis heute, den 23. Juli 2018. Auf Englisch und auf Deutsch. Hello, that's Crypto News. From 16th to 23rd today, July 2018. In English and in German. You can find also on Telegram t.me/escalacoins the whole crypto updates. Sie können ebenso auf Telegram bei t.me/escalacoins die ganzen Upgrades finden. Unicef looking to pay vendors with crypto. Unicef wird eventuell schon bald Verkäufer mit Krypto bezahlen. BlackRock, eine Multi-Billion-Firma, die größte weltweit, die Wertanlagen verwaltet, zeigt Interesse an dem Kryptomarkt. Multi-Trillion-Dollar Asset Manager BlackRock, biggest in the world, is taking an interest in Bitcoin and the crypto industry. South Korea's Bitharm planning to expand to Japan and Thailand. Bitharm aus Südkorea planen nach Thailand und Japan zu expandieren. This year China recorded an almost 6-fold surge in the number of companies registered with blockchain in their names. Eine 6-fache Steigerung der Registrierung von Firmen, die Blockchain in deren Namen nutzen, verzeichnet China in diesem Jahr. Ja, sie finden hier, wie gesagt, ebenso Hinweise auf Signale zum Bitcoin-US-Dollar-Handel. Und ja, ich habe eine sehr gute Statistik von 99,99% mehr dazu auf dem Instagram-Kanal. World's first bank-backed crypto exchange finally opens to the public its VC trade by SBI Holdings in Japan. Die welterst bankgestützte Coinbörse eröffnete in Japan. Es ist VC trade von SBI Holdings. PayPal's Peter Thiel and Bitmain's Jihan Wu invest in US publisher Block One. PayPal-Mitgründer Peter Thiel und Bitmain-Gründer investieren in den US publisher Block One. Mastercard wins patent to increase cryptocurrency payment speed. Mastercard hat ein Patent gewonnen, um die Kryptowährungszahlungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Stellar Lumens is the reportedly first distributed ledger protocol to obtain Sharia compliance certification in the money transfer and asset tokenization field. Stellar Lumens ist die erste Plattform, die Sharia zertifiziert wurde für den Geldtransfer. Ja, sie können ja ebenso für eine Erlaubnis im kommenden Monat für den Bitcoin-ETF-Fonds hier voten, bei diesem Link, ja, von der SEC. You can command for an approval in the next month of the Bitcoin-ETF-Fonds here. There's a link of the SEC. Baidu from China launched a token. Baidu aus China hat einen Token gelauncht. Swiss government is encouraging banks to accept the accounts of cryptocurrency companies. Die Schweizer Regierung motiviert Banken ebenso Konten von Kryptowährungen zu akzeptieren. Ja, nach einigen Tests kam der Entschluss, Geld C, das heißt den Geldcoin, weiterzuführen. Mehr dazu auf t.me/geldc. Ja, jeden Monat erhalten Sie dort zu einem kleinen Betrag 10.000 Geld C, ja, um Transaktions- und Zeit zu decken. Transaktionskosten und Zeit zu decken. Ja, und das mit Vorteilen für Sie. Alle 30 Tage erhalten Sie 10.000 Geld C und nicht nur 1.200 Geld C, da der Zeitaufwand größer wurde und ebenso die Transaktionskosten, wurde nur der Transaktionsbetrag geändert. Sie dazu das White Paper zum Geld C hier, sörengelder.com/whitepapergeldcoin.pdf. HSBC's Global Head of Digital sagt, dass diese momentan nicht Krypto als Investmentinstrument heranziehen. Damit sind die nicht sehr schnell, meiner Meinung nach. Aber Krypto wird mit Aufmerksamkeit sehr gut beobachtet, auch bei HSBC. Ja, Customers in Tallinn, Riga, Vilnius and Kaunas in the countries of Estonia, Latvia and Lithuania will be able to purchase Samsung smartphones, tablets, laptops, TV sets and more with cryptocurrency. They accept over their Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, NAM and Steam. Samsung akzeptiert in Riga, Tallinn, Vilnius und Kaunas, Estland, Litauen, Latvia Bezahlung per Kryptowährung in Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, NAM und Steam. Coinbase attracts $20 billion in the Hedgefonds. Coinbase zieht $20 Milliarden für deren Hedgefonds an. Google listet Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash.
in deren Geldumrechnungsseiten. Google ist Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash in der Currency Converter. Yeah, until here, that were the news of the crypto scene. Yeah, momently the market goes up. Yeah, it's all around very good news. So, yeah, until here, thanks for your attention. Just join Telegram, t.me/escalacoins. Also follow on Twitter, twitter.com/gelda. Since 2008, 80,000 followers. 50,000 followers. Also check out the webpage sorongelder.com. Ja, bisher, danke für die Aufmerksamkeit. Das waren die Krypto-Neuigkeiten. Momentan ist der Markt im Grünen, geht weiter nach oben. Es gibt bisher nur gute News in der Krypto-Szene. Ja. Adoption findet weiterhin statt. In größerem Maße. Und ja, Banken gewöhnen sich langsam aber sicher an Kryptowährungen. Und ja, die ersten und schnellsten und smartesten, die adoptieren bereits Krypto. Und ja, schauen Sie bei Twitter ebenso vorbei. Seit 2008 bin ich dort aktiv mit mehr als 50.000 Follower auf twitter.com/gelder. Ebenso per Newsletter www.sorongelder.com. Dort im Newsletter eintragen, dann erhalten Sie kostenlos den Newsletter. Oder halt, kommen Sie hier zur Telegram-Gruppe t.me/escaldacoins. Sie benötigen die Telegram-App, ja. Dafür, die finden Sie bei telegram.org für Windows, Apple und Android. Tschüss, sagt Jungle, bis zur nächsten Woche.